Herzlich willkommen zur besten Runde Engineers, die ihr jemals sehen werdet, mit den Goroval. Ach ja, ich hatte da ja was versprochen. Menschen vergessen mich. Ja, gerade mal Grafikkarte geupdatet, Leute. Never forget und so. Never forget. So. Geh da mal ins tiefe Dunkel. Dann habe ich einfach so gesagt. Ach so, auf einmal. Gib das zu. Das hat Gronkh doch immer gemacht, ne? Der sagt immer so. 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 Hallöchen, Popöchen. Gronkh. Was sagst du eigentlich jetzt zu der Ankündigung von Fallout 4? Ja. Für Fallout. Für Fallout. Magst du Fallout sonst? Fans, ist es bestimmt was. Also für dich ist das nichts, du hast Fallout nicht gespielt. Ich habe Fallout nicht gespielt. Ich, jetzt, nicht mal 3? Nee, das ist ja das. Ich hätte bestimmt Lust drauf, das mal so zu testen, aber ich hab's nicht gemacht. Immer 3. 3 ist schön. Aber was hast du denn dazu, dass das angekündigt wurde? Ich mochte 3. Ich fand 3 cool. Ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt playen würde, weil das Spiel ewig lange dauert. Also wirklich ewig lange, weil in 3 kanntest du dich ja totlaufen und das wird in 4, glaube ich, nicht anders sein. Ich freue mich ein bisschen drauf, auch wenn ich jetzt schon ahne, dass ich mir dafür wahrscheinlich einen neuen PC holen muss. Echt? Ja. Wieso? Ja, bei Witcher geht das schon ein bisschen in die Knie, also da muss ich schon alles auf Low stellen. Beim Witcher? Beim Witcher, ja. Deswegen, kauft meinen Scheiß. Kauft deinen Scheiß? Kauft meinen Scheiß. Um nochmal auf die Frontal 21 Reportage zu kommen. Ach ja, nee, aber Fallout habe ich nicht, wie gesagt, nicht gespielt und dann kann ich mich dazu leider nicht darüber nicht freuen. Goro. Kann ich mich einfach nicht drüber freuen. Schau dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Der Dieter? Mhm. Der Dieter Bohlen? Genau. Scheiße, ich hab ein Dings angegriffen, Pigman. In der Hölle? Ja. Warum? Fuck, muss ich sie jetzt alle töten? Sind sie alle pisst auf mich eigentlich? Allgemein? Kannst du einfach wegfliegen, die sind nur in dem Chunk-Bereich ein bisschen pisst. Die sind halt alle, allgemein alle hier unten pisst. Die sind wirklich pisst. Wo haust du die auf? Das ist so ein Panikschlag. Ja, ich dachte, wäre ein Zombie. In der Hölle? Ja, ich war dann auch überrascht. Ja. Ich hab auch mit was anderem gerechnet. Ich war auch überrascht, als es keiner war. Ach ja. Seid ihr hier auch pisst? Hallo? Nee, die mögen mich. Dann gehe ich jetzt da oben die anderen killen. Ihr mögt mich gut, ich rotte eure Sippe da oben aus. So klang das jetzt. Ja, die sind wahrscheinlich auch. Kann ich nicht irgendwo hier. Hier ist auch ein Schank. Hier kann man doch. Stirb. Die lassen halt Goldnuggets fallen. Die sind wichtig. Weil wir auch so viel Gold brauchen. Boah, guck mal, Augenmaß, Leute. Augenmaß. Hat fast perfekt gepasst, ey. Ich die Viecher alle umschnetzeln hier. Und die Magnum Torch funktioniert gerade. Ich bin sehr. Sehr positiv überrascht. Eine hier. Eine da hinten noch. Okay, ist vielleicht gemein, wenn ich weiterhin den Zombie-Pigman bringe. Warum? Ist nicht die feine englische Art. Wir können den Zombie-Pigman-Farm bauen. Könnte man. Muss einfach nur was bauen, wo sie runterfallen und dann droppen die ihre Nuggets. Die sind dann auch gar nicht so pisst. Wenn sie runterfallen? Ja. Ja, weil sie nicht checken, dass du schuld bist. Ich bin ja nicht schuld. Wenn sie runterfallen, sind die ja selber schuld. Eben. Ich bin schuld, wenn die so dumm sind. Aber du freust dich dann auf Fallout 4? Bisschen, ja, doch. Hatten wir jetzt ja gar nicht abgeschlossen, das Thema. Leute können ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob sie sich auf Fallout 4 freuen. Oder auf was sie sich sonst so freuen. Das war ja auch eine Frage, auf welche Spiele wir uns denn freuen. Das ist immer so die klassische Frage, glaube ich. Klassiker. So.
Oh, gut, dass ich die Magnum-Torch hier aufgestellt habe. Ich habe jetzt so schön Ruhe hier gerade. Das ist doch geil. Aber du hast immer noch kein Licht, oder? Fackeln habe ich hier. Außerdem wurde ja gefragt, ob wir gerne bei Varro 3 dabei wären. Ich hätte da mega Bock drauf. Einfach nur die Spannung damit zu erleben, weil wenn du zuschaust, also ich gucke das ja bei manchen, dann auch. Auch die alten Varros habe ich geguckt bei einigen. Und beim Zuschauen ist das so hart spannend. Bei Varro jetzt? Ja. Allgemein so Ultra-Hardcore-Projekte, aber Varro hat noch so einen Kick, ich weiß nicht. Aber wieso hat das denn jetzt den extra Kick dann? Weiß es nicht. Das ist so... Keine Ahnung. Ist das der Name? Oder? Ja, es liegt am Namen. Wie würdest du dein Team denn nennen? Wurde ja auch gefragt. Also wurde gesagt, vorgeschlagen wurde das, ja. Und da wurde ja auch gesagt, wenn Goro dabei wäre, wären wir Team Killermöwen, ne? Klar. Ja, würde ich mich natürlich nicht drauf einlassen. Achso, und nicht auf Varro? Nö. Nö, es wird mir ein bisschen zu Mainstream. Team Killermöwen. Nee, und dann hat Wuschel, kennen ja auch einige, mit der habe ich manchmal Leben aufgenommen. Als du noch Leben aufgenommen hast, musst du. Als ich die 5 Folgen Leben aufgenommen habe. Warst du nur 5 Folgen bei Leben dabei? Ja. Nee, ich habe nur 5 Folgen gemacht. Da ging ja jetzt nicht mehr so viel ab, war trotzdem ein schönes Projekt. Weil ich wollte in Leben eigentlich was Besonderes machen und nicht nur rumbauen, weißt du? Ich wollte ja auch ein bisschen Roleplay machen, aber da kam ich ja nicht mehr zu. Hat ja keiner mehr gespielt dann. Oder wenige. Aber ist das nicht... Und das versuchen die jetzt bei Desperado anders zu machen, ne? Desperado ist von vornherein auf Roleplay ausgelegt. Das heißt, du kommst ins Projekt und lässt dich aufs Roleplay ein. Das war bei Leben ja nicht geplant. Also sind da andere spezielle Regeln denn? Ich weiß nicht, ob man darüber jetzt so im Let's Play sprechen kann. Oder? Nein, du musst... Also die Leute in Desperado müssen nicht aufnehmen. Ne? Das ist freiwillig. Also klar, du kannst aufnehmen und das machen ja auch viele dann. Warum auch nicht? Aber du musst halt damit rechnen, dass du eventuell in Roleplay verwickelt wirst. Aber wie roleplayen die denn mit dir? Ja, du nimmst halt eine Rolle ein und du redest dann halt normal mit denen. Ja, aber mit deiner Rolle. Da läuft zum Beispiel ein Mexikaner rum, der immer Gitarre spielt oder so. Sowas, weißt du? Und die Rolle nimmt er dann halt auch auf dem Server ein. Aber wie sprichst du denn mit denen? Bist du dann im Teamspeak immer, wenn du aufnimmst oder was? Die machen das über Mumble. Kennst du Mumble? Nee. Mumble ist so ein Plugin für Minecraft. Das heißt, wenn einer neben dir steht, hörst du den. Und wenn einer Kilometer weit weg ist, hörst du ihn entweder leise oder gar nicht. Achso, okay. So, das ist Mumble. Und ja, das benutzen die halt. Das heißt, wenn du da drauf bist, bist du halt mit Mumble verbunden und dann können die dich auch ansprechen, so direkt. Ach so ein bisschen wie Arma, so ein bisschen wie Arma. Ah, das ist doch smart. Ja. So ist das da eigentlich geregelt. Das ist ja dann gar nicht so uncool. Nee, das ist eigentlich recht cool. Solange man halt seine Rolle spielt, ne? Ja, klar. Aber das ist ja auch kein Problem so an sich. Wenn du, weißt du, dann... Du kannst ja, wenn keiner aufnimmt und du weißt das, kannst dich ja normal unterhalten auf dem Server. Aber ist halt dann immer cool, wenn in den Folgen halt mitgespielt wird bei anderen, weißt du? Mhm. Dann musst du halt immer rechnen. Das ist eigentlich ganz cool. Aber machen die können Leute die auch spielen, gut. Ohne aufzunehmen? Ja, klar. Okay. Muss ja viel vorbereitet werden, auch für Rollenspielfolgen und so. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Cool. Was denn? Wie Desperado funktioniert. Ich habe das jetzt auch nur, also das ist jetzt das Grobe, ich weiß es genau, alle Regeln weiß ich nicht, da wird es bestimmt noch ein paar Sachen geben, aber das ist so das, was du vom Zuschauen mitbekommst. Brado ist auch ganz cool, also ist, doch, kann ich empfehlen, guck bei, also ich gucke immer die Folgen bei Herr Bergmann und Delay hauptsächlich, die machen ganz coole Folgen. Die anderen bestimmt auch, aber bei denen gucke ich nicht so aktiv. Weil er halt alle Let's Plays von Kaffeebecher LP gucken musste, hat er dann nicht so viel Zeit, weißt du? Richtig. Richtig.
Aber das kennt ihr ja selbst. Und vor allem dieses Engineers-Projekt, das soll richtig gut sein. Das der Mitspieler ist ganz nett. Der Mitspieler ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Okay. Ja, es ist ja auch. Ich finde es ja gut, dass man darüber reden kann. Das ist schon ein cooler Hund, den würde ich schon gerne mal kennenlernen. Okay, auf der Gamescom habe ich gehört, soll er sein. Ach so. Er hat auch Autogrammkarten dabei dieses Jahr. Hat er das? Ja. So mein letzter Stand gewesen. Ich hab gehört, der Kaffeebecher will von ihm auch eine Autogrammkarte haben. Ja, eine? Eine? Gib mir den Stapel! Gib mir den Stapel und spuck bitte drauf. Dann male ich da mit Edding Kaffeebecher LP drauf und dann sind das meine. Ich klebe das so richtig schlecht drüber. Zum Aufkleber. Ja, so ein Aufkleber. So, pff, ich bestell, weißt, wisst ihr, er bestellt halt die Karten, ich bestell halt nur Aufkleber. So machen wir das, das ist Arbeitsteilung. Oh Mann. So, die Quarry geht im Deep Dark jetzt ab. Macht Disco. Wie macht die Quarry? Ja. Das wolltest du doch jetzt. Ja, natürlich. Du hast es ja auch drauf angelegt. Wie macht die Quarry? Ja, wie macht sie denn? Wie macht die Quarry, Nifi? Wie macht die Quarry? Ja, wie macht die denn? Wie macht er die Quarry? Das ist so bescheuert. Ah, jetzt habe ich hier noch Kabel, da können wir eigentlich noch mehr dran hier. Ja, ich habe mich verflogen hier. Okay. Fühlst du dich damit? Scheiße. Scheiße. Ah, hier ist es. Was? Arthrit. Arthrit? Arthrit meinst du? Arthrit. Arthrit? Arthrit? So, jetzt warte ich mal, bis die angeht. Aber eigentlich müsste ich eh nochmal. Dann hoch. Was habt ihr denn hier für eine Party? Was geht denn hier für eine Party? Das sind die Zombie-Pigments, die haben hier Party drin. Okay. Ja. Wir sind nicht eingeladen. So ein bisschen im Traum. Nein. So, wie komme ich denn jetzt nach Hause? I don't know. Ey! Ey, was denn? Hier, die Spinnen drehen durch, ey. Da ist noch mehr Arbeit. Arbeit? Mehr Arbeit? Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Nein! Hey, Fee, was ist denn los? Nein! Liegt doch am Deep Dark. Nee, warte. Nvidia? Disconnected by Server. Okay, kann ich wieder drauf? Welcome back. Okay. Hey, ich hab Bücher bekommen. Nice. Behalten unbedingt. Nee, ich hab jetzt den Anker aufgestellt und bin rausgeflogen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Bist du nicht gleich so böse? Echt mal, der Anker braucht keinen Stress anfangen hier mit mir. Alter, was hab ich denn hier an? Der dann. Dann? Aber selbst wenn, hätte ich gesagt, gibt's halt heute nur 14 Minuten, Sekunden, 14 Sekunden Folge. 14 Sekunden Folge, bis dann, tschüss. Herzlich willkommen zu Engineers. Oh, schon wieder vorbei, ja, scheiße. Aber das ist ja egal, ihr freut euch ja trotzdem. Wenn die Crow jetzt noch Fackeln aufstellen würde, wäre sie perfekt. Nicht lang fackeln. Kopf in den Nacken. Wahrscheinlich gibt's hier doch keine Ärzte und ich bin falsch informiert. So, puh, ich hab's dann noch rausgeschafft, diese Folge, Leute. Und die Quarry geht ab. Miau, seht ihr, wie schnell die ist? Das geht nur, wenn man ganz viel Energie dran knallt. Ich weiß nicht, ob die noch schneller werden kann, aber das ist schon hart, wie die abgeht. Sie geht ab und du hier steil. Willst mal gucken, wie schnell die jetzt ist?
Ja, erstmal muss ich hier die Sachen abliefern. Jetzt am Ende der Folge kannst du das mal riskieren mit dem Deep Dark. Aber die ist ja auch oben auf der Overworld. Obwohl, jetzt seitdem du geupdatet hast, nicht, ne? Nee. Da ist alles safe und sauber. Ich komm dann mal rein zu dir. Komm mal rein. Komm mal, Buddy Mama. I wear my sunglasses. Nein. So, Alter, hier geht's ja richtig ab. Warst du das? Ja, guck mal, wie schnell die ist. Siehst du sie? Ja, wäre ganz cool, wenn da drüben Fackeln wären, wa? Ja, hast du Fackeln? Dann pack die mal in die Mitte, in die Säule. Guck mal, wie die abgeht, ey. Miau. Oh, da ist ein Baby-Zombie reingefallen. Ich habe im Übrigen eine Idee, was ich demnächst bauen werde. Was denn? Jetzt geht dich noch nichts an. Okay. Schreib's dir auf. Ja, mache ich gerade. Echt? Ja. Das kann nichts Gutes sein, wenn du es dir wirklich aufschreibst. Also nichts Gutes für mich. Da ist sie. Oh, gar nicht so teuer. Na gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Was? Was? Ich hab Angst, ich verlasse noch. Gar nicht so teuer, sagt er. 60 Enderperlen oder was? Nein, nein, nein. Nein, nein. Dieses Mal nicht. Bist du auch raus? Bin auch raus, ja. Okay, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Warum sagst du das so? Nichts, nichts. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.